Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hey Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind hier im Radio. Intim unter uns, 6 Minuten ungefähr, und dann kommt das Fernsehen dazu. Wir haben eine freie Themennacht, 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wählt diese Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer hat den schönen Namen Heino. Hallo? Ja, hallo Domian. Ja, ist das wirklich dein Name? Nein, Ali ist nicht mein Name. Ah. Mein anderer Name, also mein richtiger Name ist noch komplizierter, aber hängt damit zusammen. Gut, also nennen wir dich Heino. Ja. Und sagen wir, dass du 22 bist, aber das stimmt. Das stimmt. Gut. Das stimmt. So. Ja, folgendermaßen. Also, ich habe eine Freundin seit 3 Jahren. Ja. Ja. Oder hatte eine Freundin seit 3 Jahren. Ja. Ja, bin vor einem Jahr jetzt spielsüchtig gewesen. Das ist jetzt 1 Jahr her. Mhm. Und jetzt hat meine Freundin vor 3 Monaten einen Schluss gemacht, ist bei mir ausgezogen. Ja. Hat mir eine oft zur Hoffnung gegeben. Ja, und finanziell lief es auch nicht mehr so, wie es sollte. Und jetzt bin ich heute rückfällig geworden. Sie hat mir ihre Karte gegeben, ihre Geldkarte. Ich wusste ihre Geheimnummer, war bei der Bank gucken, ob Geld gekommen ist. Ach du je. Und wie viel hast du abgenommen? Ja, ich habe nur das abgenommen, was noch auf dem Konto war. Also war nicht mehr viel, weil sie eine Leere ist. Wie viel denn? Ungefähr 200 Euro. Und die hast du verbraten? Die habe ich verbraten. Mhm. Ich wollte eigentlich vorher schon zu meinen Therapeuten, weil ich war ja in Therapie. Mhm. Und den habe ich vorher nicht erreicht, weil ich weiß nicht, mit Mai, da kam es einfach über mich. Ich weiß nicht, wie das kann, aber es war einfach so, ja. Wie lange warst du jetzt, ich sag mal, trocken? 1 Jahr knapp. 1 Jahr. Mhm. Nicht ganz 1 Jahr. Mhm. Also hab auch nichts so groß also angefasst oder ich war wohl mal in der Spielothek drin, hab wohl mal einen Kaffee getrunken oder so, mehr auch nicht, ja. Was man, glaube ich, auch nicht sollte, ne? Nein, eigentlich sollte es nicht. Ich habe meinen Therapeuten gesagt, ja, mhm. Und er sagte, versuch da ganz wegzukommen, ja. Auch nicht da reinzugehen, weil du da Kumpels hast oder was, ja, weiß ja. Ich, sagte er. Ja. Das ist ja genauso, wenn du schwer Alkoholiker bist und gehst in eine Kneipe. Ja, das sollte man vielleicht erstmal auch nicht machen. Erst wenn man gefestigt ist und trinkt dann alkoholfrei. Aber ist vielleicht auch gar nicht so gut zu vergleichen. So, nun ist es heute passiert, gerade eben passiert. Ja, es ist heute Morgen passiert. Mhm. Also sie war in der Schule. Mhm. Und ja, ich wollte gucken, es sollte eigentlich Geld kommen von mir heute, ja, und wollte gucken, ob Geld gekommen ist, ja. Weiß sie denn schon davon, dass du die Karte... Also mein Therapeut hat sie angerufen, ja, und hat ihr gesagt, dass ich Geld vom Konto genommen habe. Ach, du hast mit dem Therapeut auch schon darüber gesprochen? Ich habe mit dem Therapeut alles schon darüber gesprochen, ja. Ja, was meint der? Ja, der hat, ja, was soll er großartig meinen? Der hat mich im Arm genommen, hat gesagt, du wirst nie ganz trocken sein, sagte er. Ja, er sagte, es kann immer wieder passieren, nur er sagte... Solche Konflikte, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, 2 Arbeitgeber von mir Insolvenz angemeldet. Mhm. Ja. Ich habe über 6 Monate kein Geld gesehen, nur vom Arbeitsamt, also aber auch nur ein bisschen, nicht das, was ich kriegen sollte. Hatte 17.000 Euro Schulden, sage ich mal. Davon sind jetzt so 8.000, 9.000 Euro weg. Ja. Die habe ich abgearbeitet, also ja. Habe wohl eigentlich viel geschafft in der Zeit. Ja, und dann kam das so, die Arbeitgeber haben Insolvenz angemeldet, ja. Wir haben eine Wohnung zusammen gehabt, ich konnte die Wohnung nicht mehr richtig bezahlen. Okay, also ich merke schon Turbulenzen und Schwierigkeiten. Also ohne Ende, aber ich habe ihr heute auch noch gesagt, also... Ja, was hat jetzt, du hast es ihr gesagt? Der Therapeut hat es ihr gesagt, ich nicht. Der Therapeut hat es gesagt, genau. Wie hat sie darauf reagiert? Also erstmal habe ich mich den ganzen Tag nicht bei ihr gemeldet, weil ich einfach Angst hatte vor ihrer Reaktion, weil sie mir gerade jetzt noch eine neue Chance geben wollte. Ja, und ich, ja gut, diese Chance eigentlich weggetreten habe. Ja, und sie hat reagiert eigentlich sehr gefasst. Hier zu Hause bei mir, alle Fotos waren weg von ihr. Mhm. Ja, ein Zettel lag auf dem Tisch. Ich habe mich den ganzen Tag versucht zu erreichen. Ich will vernünftig mit ihr darüber reden, ja. Und dann hat sie mich wohl vorhin noch kurz erreicht. Mhm. Hat zu mir gesagt, Heino, weil ich weiß nicht, ist so viel auf mich zugekommen und jetzt auch noch diese Sache wieder. Und sie meint halt, dass ich sehr depressiv bin. Ich war ja auch schon in der Psychiatrie drin. Mhm. Ja, und wo ist denn die Karte? Die habe ich ihr wiedergegeben. Ah ja. Mhm. Noch während der Schulzeit. Also sie war in der Schule, die habe ich ihr noch während der Schulzeit wiedergegeben, aber ich konnte ihr nicht sagen. Ich wollte sie so, sagen, aber ich so. Konnte ihr nicht sagen. Achso, ja, war sie da nicht verwundert, dass du ihr die Karte gibst? Nein, sie wusste ja, dass ich die Karte habe. Also. Ja. Mhm. Ich habe einfach gesagt, es war nichts drauf, ich habe nichts geregelt gekriegt, mhm. Ja. Mhm. Also
So habe ich das dann zu ihr gesagt. Natürlich hat sie sich gewundert. Ihr Blick war wohl ziemlich, wie soll man sagen, sie sagte, du siehst aus, als wenn du gleich spielen gehen würdest. So sagte sie zu mir. So, jetzt haben wir zwei Probleme. Wir haben das Problem, dass du rückfällig geworden bist. Ja. Ne? Und wir haben das Problem mit der Freundin. Ganz genau. Ja. Wie planst du dich jetzt der Freundin gegenüber zu verhalten, die nächsten Tage? Ja, also ich plane morgen mit ihr ein vernünftiges Gespräch zu führen. Mhm. Ja, also wirklich, dass wir vernünftig darüber reden, mhm. weil, also ich kenne sie jetzt 4 Jahre, ich liebe sie über alles, ja. Mhm. Und sie hat so viel mit mir durchgemacht, so viel mit mir durchgestanden, ja, und jetzt wieder so eine Sache. Also ich sag mal so, ich wollte ihr sowas nie antun, was alles in der Zeit passiert ist. Das erste Jahr war wunderschön. Mhm. Aber sie ist im Moment deine Ex-Freundin, ne? Kann man sagen. Sie ist im Moment meine Ex-Freundin. Ja, ja, genau. Aber sie ist immer noch jeden Tag bei mir, weil sie mir einfach auch sehr viel Halt gibt. Mhm. Ne? Hast du denn Hoffnung, würdest du dir wünschen, dass das wieder richtig zusammenkommt? Also ja. sie hat mir ja selber die Hoffnung gemacht, ne? Ja. Sie hat ja selber zu mir gesagt, Heino, ich habe darüber nachgedacht, ob wir es nicht nochmal probieren sollen. Gut, so, jetzt finde ich, sind zwei gute Sachen im Visier. Einmal, du hast einen Therapeuten, mit dem wirst du natürlich jetzt demnächst auch wieder arbeiten. Und ja, ich habe am Freitag wieder einen Termin so, bei ihm. Das ist gut. Und morgen hast du ein Gespräch mit deiner Freundin. Ja, genau, morgen habe ich ein Gespräch mit meiner Freundin. So, und jetzt wirst du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Einverstanden? Einverstanden. So machen wir es. Du legst auf und Magdalena ruft dich an. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Ich werde jetzt gleich die nordrhein-westfälische und deutsche Fernsehnation begrüßen. Der Vorspann ist jetzt in diesen Sekunden rum und vorbei. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ihr, die Fernsehzuschauer, im Radio hier bei 1Live haben wir schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid und Entschuldigung, dass sich alles etwas ein bisschen verzögert hat heute. Also, wir haben eine freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft die bekannte Telefonnummer an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Nicole und Nicole ist 18 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo? Ja, Nicole, ich grüße dich, hallo. Hi. Ja, dein Thema, um was geht's? Es geht um meine Sexsucht. Deine Sexsucht? Ja. Mhm. Wie sieht die denn aus? Wie macht die sich bemerkbar? Also das ist so, ich schlafe mit jemandem, den ich halbwegs attraktiv finde. Das heißt, einer, der wenigstens halbwegs gepflegt ist, bis zum Alter von etwa 35 Jahren. Du bist 18 Jahre alt. Ja. Mit wie viel hast du schon geschlafen? Das lässt sich nicht mehr zählen. Das glaube ich nicht. Nee, also ich weiß es wirklich nicht. Wann fing das denn an? Das fing so an, so mit 15, 16 schon. Und du kannst die jetzt schon nicht mehr zählen, die Typen, mit denen du im Bett warst? Teilweise weiß ich es auch gar nicht mehr. Also da war ich auch teilweise halt betrunken oder so. Ja, dann lass uns mal nicht die Gesamtzahl ermitteln, sondern sag mir mal, wie viel mal das so im Monat oder in der Woche, reden wir von einer Woche, in der Woche vorkommt, dass du mit jemandem... Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, jeden Tag und teilweise auch mehrmals. Und wie kommst du an die Typen ran, jeden Tag, wie, wo? Ich habe da meine, also wir nennen das Interessenfreundschaft. Ja.
Also ja. Das ist so gesehen eine, wenn ich das sagen darf, eine böse F-Wort-Fick-Freundschaft, sage ich jetzt einfach mal. Machen wir einen Piepser drüber, ne? Freundschaft. Ja, ja, Piep-Freundschaft, Entschuldigung. Genau. Ja. Und da haben sich in der ganzen, in der Zeit sehr viele Männer angesammelt in deinem Handy, in deinem Handyspeicher und dann Handyspeicher, ich kann auch einfach hinfahren, wann ich möchte, wenn sie frei haben. Und dann kommt es sogar vor, dass es am Tag manchmal mehrere sind. Ja, teilweise auch, ja. Weil ich am Wochenende zum Beispiel, wenn ich einen mit nach Hause nehme, der dann morgens wieder weg ist und dann mittags nehme ich mir dann halt noch einen von meinen Kollegen, die dann vorbeikommen. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Die kriegen das mit, ne, oder? Ja, teilweise, wenn ich am Wochenende mal jemanden mitbringe, aber die meisten kennen sie auch schon, weil ich meistens am Wochenende nur meine Kollegen mitbringe. Also aber die kriegen schon mit, dass bei dir da irgendwas nicht so ganz normal läuft. Haben die schon mal was gesagt? Hier, du hast irgendwie, hast du doch viele, viele Typen, haben die irgendwas gesagt? Ja, mein Vater hat wohl mal gesagt, ja, hier ist ja keine Absteige, aber... Ja. Ansonsten nichts. Meiner Mutter erzähle ich dann auch alles. Ja. Die sind dann auch eher gelassen. Ich mache da dann auch so Witze drüber, um halt das zu vertuschen. Also ich habe auch schon mit einer Psychologin geredet. Die denkt, also sie hat auch gesagt, ja, also dass es den Anschein hätte, als wenn ich sexsüchtig wäre. Und dass das eventuell dafür wäre, um mein Selbstbewusstsein oder sonst was aufzubauen. So nach dem Motto, so. Den habe ich jetzt auch wieder gekriegt. Du bist noch Schülerin? Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Was machst du im Moment? Im Moment arbeite ich als Spediteurin. Als Spediteurin? Ja. Ah ja. Hast du das gelernt oder wie? Nee, also nicht direkt als Spediteurin. Also Jobs so. Jobs so in einer Spedition. Genau. Ja. Hattest du auch schon mal eine Beziehung? Ja, ich hatte jede Menge Beziehungen. Im Moment habe ich auch eine. Ach, du hast auch eine Beziehung. Wie lange läuft die Beziehung schon? 21 Monate. 21 Monate? Ja, am 5. nächsten Monat. 21 Monate, das ist ja schon ziemlich lang. Und dennoch hast du nebenher unglaublich viele Affären. Ja. Und dein Freund weiß davon gar nichts? Gar nichts. Er soll es auch nicht wissen. Und du belügst den nach Strich und Faden? Ja. Ja, muss man so sagen, ne? Ja, stimmt schon, ja. Aber ich... Was hast du denn da so für ein Gefühl bei? Hast du da nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen? Doch, natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Und versuche mir zu erklären, was dich immerzu antreibt, zu den Männern zu gehen und wieder eine Nummer zu wählen. Was ist es? Das ist einfach... Wie eine Sucht, wenn ich... Nach was? Eine Sucht nach was? Nach dem Sex einfach, diese Ekstase, die Leidenschaft einfach. Ja, das heißt also, das ist wirklich immer, das ist verbunden immer mit einer großen sexuellen Lust, eine Geilheit auch. Genau so ist es. Und du schläfst natürlich auch mit deinem Freund. Ja, auch. Ganz normal. Ja. Das ist auch okay, aber das reicht dir nicht aus. Nee, er kann mir auch wohl schon, er weiß, was ich mag im Bett und was nicht, aber es ist einfach so, es ist die Sucht nach mehr, es ist wie, der Sex, der ist wie ein Rausch, wie so ein Drogensüchtiger, man sehnt sich nach dem Rausch. Onanierst du zusätzlich auch noch, wenn du alleine bist? Hast du Sex mit dir alleine? Ja, auch. Das auch noch? Ja, wenn zum Beispiel nachts, ich kann ja nicht, wenn ich dann nachts aufwache und dann denke ich, boah, jetzt bin ich schon wieder geil, das darf doch nicht wahr sein, jetzt kann ich keinen mehr anrufen. Ich mache das. Wenn du mit so vielen Partnern, das ist ja wirklich Wahnsinn, 18 Jahre alt und du kannst nicht mehr sagen, mit wie vielen Männern du schon geschlafen hast. Ja. Achtest du wenigstens darauf, dass du dich schützt? Ja, also immer, ich nehme selbst die Pille und immer nur mit Kondom. Ja. Immer. Ist ja auch ein wichtiges Thema deinem Freund gegenüber, ne? Nicht nur, dass du bist ihm untreu, das ist so die moralische Ebene, aber nicht, dass du ihn auch noch irgendwie mit reinziehst in irgendeine schwere Krankheitsgeschichte. Ja. Mensch, Nicole, also das ist aber wirklich, ich finde das sehr, 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 sehr krass, was du da erzählst und wie du lebst. Und die Tatsache, dass du jetzt hier anrufst und mir das erzählst, zeigt mir auch, dass du schon da nicht so ganz locker mit dir selbst bist.
zeigt mir, dass dir das auch schon zu schaffen macht, ne? Ja, ich wüsste auch eventuell, oder ich weiß es nicht, aber ich glaube mal, dass es deswegen ist, damit ich mein Selbstvertrauen einfach aufbaue. Weil sich früher in meiner Jugend hat sich kaum einer für mich interessiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, kennst du das? Ja, kenne ich, ja. Ja, auch im Volksmund genannt Hasenschwanz. Hasenschwanz, genau, sowas hast du. Ja, ja, und das habe ich halt, und früher hieß es auch nur, hässlich und was weiß ich, hatte früher mit. Ist vielleicht ein Erklärungsansatz. Ja. Aber hilft dir und uns jetzt nicht so weiter, wenn ja, es vielleicht deswegen ist, weil sich früher keiner für mich interessiert hat. Kann sein, ja. Und jetzt halt einfach, um mein Selbstvertrauen aufzubauen. Genau. Weil ich mir denke dann so, den hast du gekriegt, der interessiert sich. Genau. So. Aber da muss jetzt ein anderer Weg gefunden werden. Also erstmal finde ich, muss herausbekommen werden, warum das so ist. Es kann sein, dass du recht hast, dass es aus der Ecke kommt. Und wenn es denn so ist, muss eine Möglichkeit gefunden werden, dass du eben dein Selbstbewusstsein woanders aufbaust. Denn so gehst du kaputt, das sage ich dir. Wenn du mit 18 Jahren schon so ein krasses Leben führst, bist du mit 28 und mit 25, hängst du seelisch zumindest in der Gosse. Da bin ich ganz sicher. Und du wirst auch nie eine glückliche Beziehung führen können. Irgendwann kommt es raus. Und wenn es auch eine Weile nicht rauskommt, hast du immer ein schlechtes Gewissen und kommst dir immer bescheuert vor und hast immer ein schlechtes Gefühl deinem Partner gegenüber. Ja. Und irgendwann sickert es durch, und wenn das einer deiner Partner erfährt, ist der auf der Sekunde, von einer Sekunde auf die andere, ist er weg. Ja, das bin ich auch nicht. Ist ja klar, ne? So würdest du ja auch reagieren. Ja, also mein Rat oder mein ganz dringender Ratschlag an dich, Nicole, wäre, dass du dich in richtig gute psychologische Betreuung begibst, zu einem Therapeuten oder gar einem Sexualtherapeuten, um herauszubekommen, was da los ist, um auch, dass du wieder ein normales Leben führst. Das ist kein normales Leben, was du da führst. Ja, ich war ja auch schon beim Psychologen und bei einer Psychologin, wie ich vorhin auch schon erzählt habe. Ja, aber noch nicht länger. Und sie hat gesagt, doch, ich war schon länger. Da bin ich schon seit mindestens eineinhalb Jahren, sowas schon fast. Ach so. Die hat einfach gesagt, ja, das ist, um dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aufzubauen, zack, Ende. Okay, dann ist es die falsche Psychologin. Nach anderthalb Jahren muss da was anderes rauskommen. Und nur mit so einer Idee oder so einer These löst man das Problem nicht. Das ist ja völliger Quatsch. Und es ist dir nicht besser gegangen danach, ne? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Deswegen möchte ich jetzt, dass du dich weiter beraten lässt von meiner Psychologin, wohin du genau gehen solltest und was du machen sollst. Und wer auch jetzt für diese spezielle Problematik vielleicht genau der Ansprechpartner ist, vielleicht sogar eine Klinik sogar. Ich weiß es nicht. Du kannst ja mal in Ruhe mit meiner Psychologin, mit der Magdalena reden. Mhm. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich zurück. Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, heute Nacht sind wir frei in der Themenauswahl. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen, dann ruft an unter der Nummer 0800 220 50 50. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema: vom Partner erwischt. Oder auch umgekehrt: ich habe meinen Partner erwischt. Also, wenn ihr mir da was erzählen wollt, dass euer Partner euch bei etwas erwischt hat, vielleicht bei etwas Harmlosem, aber vielleicht auch bei etwas sehr Schlimmem. Oder umgekehrt, ihr habt euren Partner erwischt bei einer Sache, wie auch immer geartet, dann könnt ihr euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. domian@wdr.de, vom Partner erwischt, so heißt unser Thema morgen. Sarah, 22, hallo Sarah. Nee, das war nicht Sarah. Hier ist Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Vater hat AIDS. Dein Vater hat AIDS? Ja. Wie alt ist er? 58. Aha. Seit wann weißt du das? 2 Jahre. Hat er es dir gesagt? Meine Mutter ist zuvor gekommen. Das heißt, deine Mutter hat es dir gesagt? Ja, weil ich sie gedrängt habe. Du hast sie gedrängt, weil du irgendeine Ahnung hattest? Da stimmt ja, was nicht. Ja, also es fing halt im Januar an. Im Dezember. Der hat von heute auf morgen 20 Kilo verloren. Mhm. Also innerhalb von einer Woche oder so. Mhm. Ja, dann kamen halt 5000 Untersuchungen. Dann haben sie ihm 16 Zähne gezogen. Also Verdacht auf Kiefertumor hatten beidseitig.
Ja, und dann, weiß ich nicht, irgendwann blieb halt nichts anderes übrig als AIDS. Und dann haben wir halt darauf gedrängt, dass der Test gemacht wird. Dann kam ich nach Hause, meine Mutter saß da, fix und fertig natürlich. Ja. Ah ja. Weiß man oder wisst ihr, woher er es hat, wo er sich angesteckt hat? Ich möchte es nicht wissen. Sagen wir mal so, weil ich weiß ja, es ist momentan so schon alles heftig. Aber du hast irgendwie eine Vermutung? Ja, Vermutung, ja klar. Also wir wissen, dass er definitiv keine Bluttransfusion gekriegt hat. Also geht's halt nur über das Fremdgehen. Vermutest du, dass er im schwulen Milieu sich das geholt hat oder bei Prostituierten vielleicht? Ja, der war damals halt ziemlich viel unterwegs, so auch in anderen Ländern. Ich denke, dass es da irgendwo... Ich frage jetzt deine Mutter betreffend. Wie geht deine Mutter damit um? Schwierig. Also wir haben anfangs alle das Gleiche gefühlt, so halt Hass, Wut, Verzweiflung, halt die komplette Palette, halt, was es da alles gibt. Und deine Mutter hat ihn auch nicht genau befragt, woher es hat. Ja doch, ich denke schon. Aber du hast mit der Mutter darüber nicht gesprochen? Nee, weil ich es nicht wissen möchte, weil ich vermeiden möchte, dass ich das auf ein Land beziehe. Auf ein Land beziehst? Ja, weil er war halt damals ziemlich viel im Ausland unterwegs und ich habe halt auch mit vielen Leuten drüber gesprochen und alle sofort, ja, hat er sich das hier in Deutschland geholt oder im Ausland halt. Also es kam halt immer nur so rüber, als wenn sie das beziehen, als wenn es hier in Deutschland diese Krankheit halt nicht geben würde. Was ja ein ausgesprochener Unsinn ist, ne? Ja, eben. Und deswegen möchte ich das auch gar nicht wissen, wo er sich geholt hat, weil ich nicht möchte, dass ich da irgendein Land für schuldig mache halt. Was natürlich dann auch albern wäre, wenn du wenn du Vorurteile dann gegen ein Land hättest, also willst du es gar nicht wissen, wo er sich das geholt hat. Genau. Hat deine Mutter sich untersuchen lassen? Ja, wir haben uns alle untersuchen lassen, wir haben es alle nicht. Gut, die Ansteckungsgefahr bei euch ist natürlich auch eigentlich gleich null, aber bei deiner Mutter schon, ne? Ja, sicher. Also meine Mutter hat halt 2% Chance, dass sie es nicht hat. Oder ist halt allgemein so. Ja, klar, also bei uns war es halt sehr gering, aber ich meine, ich hätte halt nicht sagen können, dass in den letzten 10 Jahren, also wir vermuten, dass das jetzt halt 10 Jahre her ist, wo er sich angesteckt hat, hätte ich nicht sagen können, dass ich mit ihm irgendwie nicht über Blut in Kontakt gekommen wäre. Okay, na gut, man geht auf Nummer sicher und lässt sich dann testen. Ja. Und wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut. Sehr gut? Also ich war die Erste, die gesagt hat, ich glaube, ich habe 2 Stunden oder so gebraucht, die dann gesagt hat, es ist mein Vater, es war mein Vater und er wird es immer bleiben und ich bin bis zur letzten Minute da. Wie geht es ihm denn jetzt heute aktuell? Ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Das heißt, im Moment ist die Krankheit im Griff. Er kriegt wahrscheinlich sehr viele Medikamente aufeinander abgestimmt, die er regelmäßig und sehr genau nehmen muss. Ja, das macht er. Ja. Also dank der Tabletten geht's ihm halt super gut. Wenn das Verhältnis so gut ist zwischen dir und deinem Vater, hat er von sich aus schon mal versucht, das zu erklären, was da passiert ist, dass er der Mutter fremdgegangen ist und hat er vielleicht über ein schlechtes Gewissen gesprochen oder in der Richtung? Ich bin die Einzige, mit der er redet. So. Und hat er darüber gesprochen? Ja, also wir sprechen da eigentlich fast tagtäglich drüber. Also er sagt jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr, dass er sich mit dieser Schuldfrage nicht mehr quälen will, weil er es nicht mehr ändern kann. Er hat halt super oft versucht, sich zu entschuldigen, auch bei mir und bei den anderen. Wer sind die anderen? Meine Geschwister. Wie viele gibt's da noch? Wir sind insgesamt zu 6. Ah ja. Mhm. Und du bist diejenige, die den besten Kontakt zum Papa hat? Schon immer eigentlich. Ist denn das Verhältnis zwischen deinem Vater und deiner Mutter jetzt wieder so einigermaßen im Lot oder hängt doch so eine schwere Wolke darüber, dass, weil sie halt doch diese Verletzung nicht verkraftet hat, dass er fremdgegangen ist? Teils, teils. Also teilweise benehmen sie sich wie Erwachsene und teilweise wie pubertierende Kinder. Weil es ist halt, ich meine, ich kann meine Mutter verstehen, aber ich habe halt klipp und klar gesagt, ich will bei gar keinem auf der Seite stehen. Ich finde scheiße, was er gemacht hat. Gut, er kann es nicht mehr ändern, es ist jetzt nun mal da und ich habe auch keinen Bock, dauernd mit der Vergangenheit zu leben. Ja. Also. Das heißt, für dich letztendlich ist jetzt ganz klar und für ihn ja auch, wir konzentrieren uns jetzt auf die Gegenwart und versuchen das Beste draus zu machen und freuen uns letztendlich über jeden Tag, wo er gesund ist. Was heißt gesund? Wo es einigermaßen gut läuft. Ja. Und verbinden damit die Hoffnung, dass es noch lange so funktioniert. Ne? Ja, genau. Also das ist halt das und wir kämpfen auch gegen. Also er ist unheimlich aktiv in der AIDS-Hilfe.
Ja. Und ich auch, wenn es meine Zeit dann zulässt. Ja. Neben Ausbildung und. Wie sind, ich meine, da kann man natürlich nie so Prognosen sagen, aber dennoch sagen, die Ärzte ja machen doch Andeutungen. Wie hat man bei ihm was gesagt? Ich weiß es nicht. Also es ist halt schwer zu sagen, weil jeder, es geht ja um diese T-Helferzellen. Mhm. Und am Anfang, als wir das erfahren haben, hatte er eine T-Helferzelle von 18. Normal mhm. ist, keine Ahnung, über 4000 oder so. Mhm. Und momentan, also er ist jetzt von vor 2 Jahren bis jetzt, glaube ich, auf 150. Und mhm. man sagt, ab 300 hat man das Gröbste überstanden. Ja, ja. Also jetzt kann ihn halt noch jede Krankheit quasi umhauen und deswegen geben die Ärzte da eigentlich auch ungern. Ja. Das heißt, da ist die Angst im Nacken, jede Erkältung, ne? Ja. Jede Grippe kann es schon gravierend verändern. Ja, es war auch so vor gutem Jahr mein größtes Problem, so, weil ich habe halt super Angst irgendwo halt auch, dass es halt schnell vorbeigeht. Mhm. Ja, und er lebt halt trotzdem weiter, also er geht trotzdem weiter ins Fußballstadion, wo ungefähr 70.000 andere Menschen sind, die natürlich auch, wovon bestimmt die Hälfte krank ist. Er geht weiter zur Arbeit und was weiß ich nicht noch alles. Ja, und also so vor einem Jahr hatte ich echt ein super großes Problem damit. Mhm. Aber mittlerweile... Redet ihr beiden auch über den Tod, dass er sterben könnte und wie er das empfindet? Nein, also er kommt nicht mit klar. Also wir hatten jetzt halt auch das Pech, dass in den letzten 2 Jahren, ja was heißt viel, aber doch so, ich glaube 4 Bekannte von meinen Eltern gestorben sind. Mhm. Dann von einem Fußballkollegen, die 7-jährige Tochter ist im Januar gestorben, die hatte schwer Krebs und das hat ihn dann... Das heißt, da ist viel Konfrontation, hat da stattgefunden aus dem Umfeld und er möchte es gar nicht an sich so rankommen lassen. Also sobald wir erfahren hat, dass jemand gestorben ist, hat er 3 Wochen kein Wort mehr gesprochen. Ja, 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 verständlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bist du denn die einzige wirklich ganz nahe Ansprechpartnerin, mit dem er schon reden kann oder gibt es noch einen guten Freund oder jemand anderen aus der Familie? Also aus der Familie bin ich die Einzige, mit der er wirklich sehr offen redet. Er redet zwar mit den anderen auch, aber halt nicht so offen wie mit mir. Also wir kloppen uns auch, also in Anführungsstrichen halt immer noch weiter und werfen uns Sachen vorm Kopf, aber ich bin doch schon so die Einzige. So, und du hast ihm das vergeben, was da in der Vergangenheit passiert ist und du bist jetzt seine Stütze quasi und dann hast du auch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen und da möchte ich dir sehr, sehr viel Kraft wünschen. Das ist dass du genau alles das jetzt tust, was wichtig ist, um das Leben als schön zu machen für ihn und für euch beide und dass es noch lange hält und währt. Ja, obwohl es auch verdammt schwer ist, weil jetzt gerade, also ich bin jetzt auch wieder seit 1,5 Jahren solo, halt auch aufgrund der Krankheit, weil ich das nicht so ganz mit meinem Ex-Freund reden konnte. Mhm. Und ja, es ist halt auch mega schwer, mit dieser Krankheit wieder was Neues aufzubauen, weil ich halt gehe eigentlich schon relativ offen damit um. Ja, und du bist wahrscheinlich auch zeitlich sehr involviert, ne? Sehr eingespannt. Ja, das auch. Mhm. Ja, und vor allen Dingen erschreckt ja auch jeder zurück irgendwo, so, ja, was ich sehr schade finde. Ja. Weil. Aber du bist selbst auch in der AIDS-Hilfe aktiv, ne? Hast du gerade gesagt. Wenn meine Zeit das zulässt, auf jeden Fall. So. Weil dann wünsche ich euch beiden, dir und deinem Papa, wirklich von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und dass es weiter stabil bleibt und vor allen Dingen weiter aufwärts geht. Ja. Alles Gute. Alle. Ja, danke. Tschüss, Sarah. Tschüss. Tschüss. Kim, 18, hallo Kim. Ja. Ja. Hallo. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Also ich habe einen Freund und der ist 22 Jahre älter als ich. Also ich bin 18 und er ist 40. Mhm. Und es geht halt darum, dass meine Freunde mit der Situation nicht ganz klarkommen. Also sie kapseln sich von mir ab und sie wollen nicht mehr viel mit mir zu tun haben. Beschimpfen die dich? Was willst du mit dem alten Knacker oder wie? Ja, so nach dem Motto halt. Ja. Und also sprechen das wirklich klar aus oder distanzieren die sich einfach so? Also die Jungs, die sprechen das schon klar aus und die Mädchen und so, also 2 von meinen Freundinnen, die verstehen das halt mit meiner Beziehung und die sind auch für mich da, aber so die restlichen Mädchen, die lästern halt immer so hinter meinem Rücken und ich kriege das auch mit. Mhm. Wenn die Jungs das so offen aussprechen, da gibt's sicher auch den einen oder anderen blöden Spruch, oder? Ja, klar. Zum Beispiel? Ja, der verarscht dich doch nur und dem geht's halt nur um Sex oder keine Ahnung, halt solche Sachen. Sagst du dann was zurück oder zeigst du denen nur die kalte Schulter? Ja, also am Anfang habe ich halt schon noch irgendwie gekontert, aber jetzt mittlerweile sage ich eigentlich gar nichts mehr, weil das bringt auch nichts und dann steigern die sich immer mehr da rein und das will ich auch nicht. Mhm. Ist denn dein Freund, ist der solo oder bist du eine Nebenfreundin von ihm? Nee, er ist solo. Er ist solo. Ja. Das heißt, ihr beide seid wirklich so
zusammen ein Paar. Ja. Wie lange schon? Seit 3 Monaten. Seit 3 Monaten? Mhm. Ach, das ist ja ganz frisch. Wo und wie kennengelernt? Ich war mit meiner Schwester in einer Bar und also meine Schwester ist 30 und wir waren da zusammen was trinken. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, also wir haben ihn halt gesehen und er war mit Freunden da und er hat so die ganze Zeit schon zu uns rüber geguckt. Und dann dachte ich halt erst, er meint meine Schwester, weil meine Schwester ja auch älter ist. Mhm. Und dann sind sie halt irgendwann zu uns gekommen, haben sich zu uns gesetzt, dann haben wir uns unterhalten und... Und du findest, dass er noch gar nicht aussieht wie 40? Bitte? Und du findest wahrscheinlich, dass er noch gar nicht aussieht wie 40? Nee. Er ist auch von den Interessen her ganz anders. Also er hört auch Hip-Hop, so wie ich. Ja. Und wir spielen zusammen Tennis. Das, also ja. Der ist nicht wie 40 im Grunde. Ja. Das ist natürlich wirklich so individuell verschieden. Ne? Es gibt Leute, die mit 25 schon so steinalt sind und so langweilig sind. Gibt es. Ja. Und da gibt es Leute, die sind 40, 45, die stecken in ihrer Dynamik oder in ihrer Jugendlichkeit manche einen 20-Jährigen noch ein. Ja, eben, aber das verstehen halt meine Freunde nicht. Mhm. Wie ist es denn so in der Familie? Was sagen denn die, deine Eltern, deine Schwester? Also, meine Schwester findet es gut, sie kennt ihn ja auch und die verstehen sich auch gut. Ja. Bei meinen Eltern ist es so, also meine Eltern leben getrennt ja. Und bei meinen Eltern gab es halt auch einen größeren Altersunterschied, also 12 Ach so. Jahre jetzt. Achso, dann sind die schon so ein bisschen trainiert in dieser Frage. Wie ja. alt ist, wie alt, wo, bei wem lebst du? Ich lebe bei meiner Mutter. Und wie alt ist die? Meine Mutter ist 52. 52. Haben die sich schon kennengelernt, dein Freund und deine Mutter? Ja, haben sie. Ja? Und was sagt sie? Also sie findet ihn schon sympathisch, aber es ist halt so, sie sagt einerseits kann sie es halt nachvollziehen, weil mein Vater ist halt jetzt 64, also auch 12 Jahre älter und bei denen war es halt auch am Anfang ein großer Altersunterschied, aber sie sagt halt auch, ja, bei ihnen hat es nicht geklappt, wieso sollte es bei uns das klappen? Ach so, sie zieht daraus den Schluss, weil es bei denen nicht geklappt hat, klappt es immer. Ja, weil unser Altersunterschied noch größer ist. Ach, das ist Unsinn. Ja. Was meinst du, bei wie vielen es auch nicht klappt, wo der Altersunterschied, wo es keinen Altersunterschied gibt? Hm. Also das ist nur wirklich Quatsch. Ja, das finde ich auch. Also das liegt dann immer an der Beziehung, an den Personen, an den individuellen Entwicklungen und so weiter. Das hat mit Sicherheit nichts unbedingt mit dem Altersunterschied zu tun. Ja. Wirklich nicht. Gibt es denn mindestens eine irgendwie gute Freundin? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja, ich habe 2 gute Freundinnen, ja. Die verstehen die Beziehung schon und die stehen auch hinter mir, aber es ist schon so, dass abends wollen die dann lieber mit unseren anderen Freunden weggehen ja. Und nicht mit uns halt. Ach so. Nimmst du ihn denn schon mal mit irgendwo in Kneipen, wo du eigentlich so verkehrst? Ja, das mache ich schon, aber meine Freunde lassen ihn eher links liegen. Ja. Also er versucht sich zwar in die Unterhaltung mit einzuklinken, aber meine Freunde lassen das meistens nicht so richtig zu. Und umgekehrt führt er dich auch so ein bisschen mit in seinen Freundeskreis ein, der wahrscheinlich ein bisschen älter ist? Ja, ein bisschen, also nicht so. Da gibt's auch junge Leute bei ihm im Freundeskreis. Ja, da gibt's auch jüngere, klar. Und die akzeptieren dich aber alle, auch die etwas älteren und die Gleichaltrigen von ihm. Ja, da habe ich schon das Gefühl. Ja. Also, Kim, ich würde da an deiner Stelle jetzt wirklich, das ist doof, wenn die Leute so reagieren. Das sind Vorurteile, da gibt's gar nichts zu reden. Die sollten sich den Typ angucken. Und ob der Typ ein 30 oder 40 ist oder 45 oder 19, ist es völlig wurscht. Die sollten entscheiden, ob das ein guter Typ ist. Ja. Und danach ihr Urteil fällen. Offensichtlich reicht denen aber schon aus, zu wissen, der ist 22 Jahre älter, also kann das schon nicht sein. Mhm. Finde ich völlig bescheuert. Also wenn ihr beide euch gut versteht und du wenigstens ein paar gute Freundinnen hast, die das auch hinnehmen und tolerieren, dann geht mal euren Weg. Euer Glück ist das und eure Liebe ist das. Und wenn ihr beide euch gut versteht, das ist das, worauf es ankommt. Ja, es ist halt nur schwierig, weil ich jetzt sozusagen vor einer Entscheidung stehe, ob ich jetzt meine Freunde wähle oder meinen Freund. Also ich finde, in so einem Fall sollte man sich immer für die Liebe entscheiden und nicht für Freunde, die eigentlich keine Freunde sind, weil sie aufgrund von Vorurteilen sich verhalten. Ja. Denn das ist ja eigentlich gemein, was sie da machen. Ja, das stimmt. Ne, die Jungs, von denen du gerade gesprochen hast, hat sich ja einer mal ein bisschen näher mit deinem Freund auseinandergesetzt? Haben die mal geredet? Nee, das überhaupt nicht. Denen reicht das, wenn die wissen, wie alt er ist und dann wollen die gar nichts mehr mit dem zu tun haben. So, und für solche Leute würde ich mich gar nicht entscheiden. Was sind das für Freunde? Ja, aber andererseits, mit denen habe ich halt schon immer viel Spaß gehabt. Ich verstehe. Das ist jetzt auch so leicht gesagt. Das ist natürlich dein Umfeld und dein Kreis, mit dem du immer gelebt hast. Verstehe ich. Ist eine komplizierte Situation. Dennoch würde ich sagen, wenn du verliebt bist, und du scheinst ja verliebt zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ihr scheint euch sehr zu mögen. Dann geht man jetzt mal diesen Weg. Es ist ja noch alles sehr frisch. Vielleicht gewöhnen sich ja der ein oder andere auch daran. Ja. Vielleicht renkt sich das ja schon wieder ein bisschen ein. Vielleicht
kommen auch neue Freunde und neue Leute hinzu, die das einfach hinnehmen und akzeptieren. Also ich würde jetzt nicht meine Entscheidung davon abhängig machen, was diese Freunde, die du gerade beschrieben hast, was die tun und sagen. Hm. Ja gut. Also genießt eure Liebe, kämpft gegen die Vorurteile und seid glücklich. Okay. Alles Liebe. Gut, danke schön. Tschüss. So Freunde, am Samstag ist Promi-Besuch wieder hier bei uns angesagt, bei mir. Und um 23.30 Uhr, um halb zwölf, Samstagabend, halb zwölf, 23.30 Uhr geht's los, hier im WDR Fernsehen. Und wer ist zu Gast? Zu Gast ist der Superstar-Gewinner Alexander. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt live anrufen während der Sendung, so wie ihr das hier jetzt auch könnt. Und Alexander fragen, ihr könnt auch kritische Dinge sagen, was ihr wollt. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden zu der Sendung unter domian@wdr.de. Schreibt eure Frage auf und unbedingt eure Telefonnummer auch. Die Kollegen gucken das ganze Material dann durch und rufen euch dann gegebenenfalls Samstag während der Sendung zurück. Also Samstagabend, 23.30 Uhr, Alexander Klavs, Superstar-Gewinner hier bei uns bei Domian. Katrin, 27 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, hier ist Katrin. Katrin, um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ich habe eine Krankheit, eine ziemlich schwere, die nennt sich Morbus Wilson. Mhm. Was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Stoffwechselkrankheit, das ist ein Speicherdefekt der Leber. Ja. Normale Menschen, also du und jeder andere, speichern also Kupfer nicht. Ich speichere Kupfer in der Leber. Ach, Kupfer, du speicherst Kupfer in der Leber? Ja, Kupfer ist in jedem Lebensmittel. Ja, ja, ich weiß. Man nimmt ja sogar in Vitamintabletten, nimmt man ja auch Kupfer ein. Ja, ja. In kleinsten Mengen. Was bedeutet das, dass Kupfer eingespeichert wird? Wie meinst du das jetzt? Welche Auswirkungen das bei dir hat, dass das bei dir eben nicht so funktioniert wie bei uns? Also, entdeckt wurde die Krankheit vor circa 2 Jahren nach meiner Schwangerschaft, als ich meinen Sohn bekommen habe. Mhm. Normalerweise, im Idealfall, wird sie entdeckt, wenn man so 15, 16 ist. Bei mir war es leider 10 Jahre zu spät. Mhm. Meine Leber musste in der Schwangerschaft doppelt so viel arbeiten wie normal und das hat sich dann mit einer ganz, ganz argen Gelbsucht ausgewirkt. Achso, ich wollte gerade fragen, wie sich das bemerkbar gemacht hat. Ja, also ich sagte einfach mal, weil mal kurz was Medizinisches jetzt, dieser Gamma-GC-Wert in der Leber ist bei einer normalen Frau, liegt er bei 24. Mhm. Ein strenger Alkoholiker hat ca. 300 und ich hatte 1100. Oh, oh. Und das haben die gemerkt bei den Untersuchungen während der Schwangerschaft? Die Leber, die ist jetzt dreifach vergrößert. Und das ist heute auch noch so? Ja, die ist auch kurz über lang, wird es auch tödlich enden. Also. Wie macht sich denn die Krankheit so in deinem Alltagsleben bemerkbar? Dass die Leber dreifach vergrößert ist. Das heißt, sieht man das auch? Da ich eigentlich auch übergewichtig bin, sieht man es nicht, nein. Mhm. Aber die Leber, die drückt auf die Galle und da fließt dann stetig immer etwas Gallensaft in den Magen. Mhm. Und das bedeutet? Macht Schmerzen ohne Ende. Ach so. Also ich nehme auch Tramadol, falls das bekannt ist. Nee. Es wird eigentlich bei Krebspatienten angewendet. Ja. Ein heftiges Schmerzmittel, was nicht über die Leber geht, was über die Nieren aufgeschieden ist. Also permanente starke Schmerzen im Magen, im Magenbereich, im Bauchbereich? Ja. Mhm. Ja. Sonst noch etwas, dass dir übel ist, dass du schwach bist? Egal, jeder Leberkranke hat Stimmungsschwankungen, Depressionen, weil da irgendwelche Hormone aufgeschüttet werden. Und durch die Gelbsucht habe ich auch einen stetigen Juckreiz am ganzen Körper, Also eine sehr schwer erkrankte Frau. Und du hast gerade gesagt, die Krankheit ist so schwer, dass es sicher ist, dass du daran sterben wirst. Ja. Das heißt, man kann therapeutisch, man kann nichts therapeutisch machen. Ja, Tabletten, die Metacarpase nennen sich die. Die schwemmen alles Metall, was im Körper ist, schwemmen die aus. Mhm. Das heißt auch etliche Mangelerscheinungen. Mhm. Aber letztendlich heilen kann man die Krankheit nicht. Nein. Welche Zeitspanne haben die Ärzte dir denn gesagt? Ja, das ist ja das Problem. Also es kann morgen passieren oder in 10 Jahren. Ach.
Das kann immer passieren, dass die Leber anfängt, sich zu zersetzen. Würde denn eine Lebertransplantation helfen? Die Stoffwechselkrankheit an sich habe ich ja. Also das liegt ja in den Genen. Verstehe, das wird dann also nichts. Das wird die Krankheit nicht aus dem... Nee, dann wird die neue Leber eben die gleiche Krankheit irgendwie... Gleicherweise betroffen sein. Genau. Du hast gerade gesagt, du warst schwanger, das heißt, da ist ein Kind. Ja. Ist das Kind gesund? Ja, das ist ein Defekt bei mir. Ja. Lebst du mit dem Erzeuger des Kindes auch zusammen? Ja, ich bin verheiratet. Ja. Wie geht deine Familie, also sprich jetzt auch dein Mann, damit um, dass du so schwer krank bist und eventuell sogar sterben musst oder sterben wirst? Mein Mann weiß es zum Teil, den Ausmaß. Er weiß, er kennt die Krankheit, ich habe es ihm ja gesagt, aber auch bei den Untersuchungen und so. Aber er kennt nur den guten Teil, würde ich mal sagen. Also, dass es eher so in 10, 20, 30 Jahren passieren könnte. Ach so, er weiß die wirkliche Dramatik, weiß er gar nicht. Nein. Dass rein theoretisch morgen alles zusammenbrechen könnte, das weiß er nicht. Nein, ja. Warum nicht? Ich will nicht, dass er mich anders behandelt. Ich will, dass er mich normal behandelt, mich nicht in Watte packt, dass er mich normal behandelt. Ja. Andererseits könnte man natürlich auch denken, Mensch, der Partner, der hat doch auch das Recht darauf, genau zu wissen, was los ist. Eigentlich müsste man doch sagen, in einer guten Partnerschaft muss man auch gerade auch in solchen Sachen dann schon ganz offen miteinander umgehen. Ja, aber ich weiß genau, das ist ein Mensch, der mit Problemen nicht so gut umgehen kann. Und klar, ich will ihm das jetzt irgendwie nicht vorwegnehmen, irgendeine Entscheidung oder irgendwie zu reagieren oder so. Ich will es ihm einfach nur ersparen. Andererseits muss man ja jetzt auch mal ganz, ganz pragmatisch denken. Ich hoffe von Herzen, dass das noch Jahrzehnte dauert. Nur meine Leberwerte sind nicht dementsprechend. So, da will ich jetzt drauf hinaus. Wäre es denn dann auch nicht gut, dass er auch dann auf diesen schlimmen Fall sich vorbereiten könnte und vorbereitet wäre und nicht quasi dann so auf einen Schlag damit konfrontiert würde? Aber ich glaube, da lässt es sich besser mitleben, als wenn er das Jahre vorher weiß und irgendwie so ein kleines bisschen mitstirbt und das nicht aushält. Also er ist so ein Typ, meinst du, dass der damit so besser jetzt umgehen könnte? Dass es für ihn so besser ist, als wenn du ihm sagen würdest... Fall. Er kann nicht, ich glaube nicht, dass er das, wenn ich das Glück habe, dass ich noch, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre habe oder so, dass er da, da käme man nicht mit zurecht. Es ist besser, wenn ich ihm, weiß nicht, 2 Wochen vorher oder irgendwie, wenn es wirklich dramatisch wird, dann sag, ich bin krank. Wer weiß denn überhaupt noch davon? Niemand? Du. Bitte? Du. Ich? Ja, und ich. Das war's. Du hast aber Nerven, Katrin. Du bist aber eine starke Frau. Mann, oh Mann. Das schaffst du so alleine, alles für dich so zu verarbeiten? Muss ich. Ich habe ein Kind, ich muss. Ich habe nicht die Wahl. Ich habe nicht die Wahl, nee. Ich muss. Naja, es hätte ja noch sein können, dass die Mutter da ist oder eine gute Freundin, mit der du das zumindest besprechen kannst. Aber es ist niemand da, mit dem du das so besprechen könntest. Doch, ich könnte mit denen sprechen, aber ich will nicht anders behandelt werden. Ich weiß genau, wenn ich es meiner Mutter erzählen würde, dann wäre es vorbei. Dann würde sie nur heulen und... Also aus Rücksicht auf deine Mutter sagst du nicht, wie ernst es um dich bestellt ist? Ja. Und es gibt auch keine gute Freundin, die dich weiterhin normal behandeln würde, aber du zumindest sprechen könntest? Die sind alle so empfindlich. Kommt mir so ein bisschen komisch vor. Also ich kann ja schon verstehen, wenn du sagst, dein Mann ist so gestrickt, aber alle Leute um einen herum sind nie so gestrickt. Es gibt immer oder ich mute ihnen das nicht zu. Ja, das ist vielleicht einfach nicht. Ja, ich will ihnen diese Last nicht aufbürden. Ja, aber das ist dann aber vielleicht auch wieder dein Ding. Das ist aber vielleicht auch dein Ding, Katrin, wo du dir selbst in die Nase packen solltest. Ich finde zum Beispiel in einer guten Freundschaft, verdammt nochmal, muss man das sagen. Und da darf man dem anderen auch schon mal was zumuten. Und das ist für einen selbst gut. Wenn man spricht, ich meine, du hast ja auch eine Sehnsucht zu sprechen, sonst hättest du dich gar nicht hier gemeldet. Ist ja auch völlig normal. Du bist ja keine Göttin, du bist ja nicht ein Überwesen. Das muss man sich mal vormachen. Du bist eine Frau, eine junge Mutter, die eine tödliche Krankheit mit sich herumträgt. Und nur aus Rücksicht auf die anderen, weil du es denen nicht zumuten möchtest, sagst du niemandem etwas. Das ist doch für dich auch nicht gut.
Es würde ja für dich, vielleicht für deine Gesundheit auch gut sein, einfach mal Luft abzulassen. Du schluckst alles runter, schluckst alles runter, schluckst alles runter. Vielleicht beschleunigt sich die Krankheit dadurch ja auch noch mehr. Ja, du bist, ich glaube, dass du du bist so eine Starke, ne? Du willst immer so die große Starke sein. Warst wahrscheinlich dein ganzes Leben lang. Musste ich ja immer, ne? Ja, aber man kann das auch mal brechen. Wahrscheinlich bist du so ein Typ, alle können immer zu dir kommen und sich ausheulen. Wie immer, ja. Seelischer Abfalleimer. Siehst du? Ja, ja. Aber auch du hast, in deiner Seele sind auch Sachen, die mal raus wollen. Und ich finde, dass du dir da schon... Aber ich glaube, das wird mir schwerer fallen, wenn ich erzählen würde, Leuten, mit denen ich täglich zu tun habe, dann immer irgendwie im Hintergrund zu wissen, dass sie mich vielleicht anders behandeln oder empfindlicher oder sagen... Das sagst du. Du sagst immer zu, du hast Angst... Du hast immer so Angst. Domian, es wird aber kommen, es wird kommen. Die werden sagen, ja, sie ist ja krank und lasse und meinst du nicht, dass du, ich weiß nicht, ob du eine gute Freundin hast. Hast du eine gute Freundin? Habe ich, ja. So, seit pass auf. Jahren meine beste Freundin. Pass auf. Meinst du nicht, dass man auch einer guten Freundin sagen kann, pass mal auf, ich will jetzt aber nicht wie der letzte, wie schon eine Halbtote behandelt werden. Ich will keine große Mitleidsarien haben und kein nicht mit Wattehandschuhen angefasst werden. Verhalte dich. Ja, aber so tun es doch. Ich weiß doch, wenn meine Freundin das hätte, ich würde es doch auch tun. Und ich will es aber nicht. Ich will. Aber so ein bisschen können sie ja auch netter zu dir sein. Ist auch nicht so schlimm. Doch. Ach, warum denn? Also wenn wir beide uns jetzt kennen würden, du hast es mir erzählt. Ich würde nicht immer dich rumbetutteln und würde sagen, ach du Arme. Aber ich wäre auch vielleicht noch ein Tick netter, als ich sonst vielleicht zu dir nett wäre. Das wäre doch okay. Nee. Ach. Nur der Krankheit wegen. Ja, ach, das ist eine ernste Situation. Da ist man immer allen Leuten, da ist man doch automatisch vielleicht auch ein bisschen netter zu jemandem, wenn jemand sehr schwer krank ist. Man muss es ja nicht übertreiben. Ja. Weißt du, ich glaube, du stellst dich wirklich da als die ganz große Heldin, die alles aushalten will. Ein bisschen Nettigkeit darfst du ruhig annehmen. Ein bisschen Nettigkeit schon. Ich sag's doch auch wirklich jetzt nur für dich, damit du auch ein bisschen dich mal entlasten kannst. Weil ich stelle es mir wahnsinnig vor, auch mit dieser Traurigkeit so alleine zu sein. Du bist ja völlig alleine mit deiner Angst. Ja. Ne? Das ist, da sitzt der Tod dir im Nacken, das muss man doch so klar ausdrücken. Und du kannst mit niemandem drüber sprechen, das ist doch die Hölle, das ist doch schlimm. Du kannst nicht mit niemandem drüber sprechen, deine Angst, dein Kind zu verlieren. Du hast ein Kind, wie alt ist das Kind? Ja, 2002 geboren. So. Jetzt im Oktober 2 geworden. Also Katrin, ich weiß ja nicht, was da für ein Umfeld um dich herum ist. Ein gutes, ja. Perfektes Umfeld. So, umso eher würde ich sagen, brich es bei einer Person auf. Bei einer Person, wo du am ehesten denkst, die ist hart. Dann stehe ich in der Mitte und das will ich nicht. Ich habe so ein, weißt du, das ist das Problem, wenn ich es öffentlich mache. Mhm. Dann ist mein ganzes privates, perfektes Umfeld ist dein perfektes Umfeld, was du dir so schön inszeniert hast, ne? Was aber letztendlich eine Fassade ist. Ich mache dir einen anderen Vorschlag. Ich finde so wichtig, dass du redest, dass du einfach jemanden hast, wo du deine Seele mal ausschütten kannst. Wenn das jetzt schon nicht im privaten Umfeld gelingt, dann such dir doch einen professionellen Menschen, wo du einmal in der Woche hingehen kannst, wo du quatschen kannst. Brichst du dir nun wirklich keinen bei ab. So wie wir das jetzt auch machen, wir beide. Ja, nee. Auch nicht? Ich weiß nicht, nee. Ich bin da noch ziemlich... Ich will es vielleicht gar nicht so wahrhaben. Das machen wahrscheinlich auch die Medikamente, die machen mich ziemlich kaputt und down. Aber ich nehme so ernst, dass du hier angerufen hast. Das sagt mir viel aus. Ja, ich musste, sonst platze ich. Ich musste darüber sprechen. Und ich möchte, dass du, wenn ich biete dir das jetzt an, dass du noch ein bisschen weiter redest mit meiner Psychologin. Ja. Ja, mit Zähneknirschen, ne? Aber das machst du mal bitte. Mach's mal für mich. Ja. Ja? Ja, gut, ja. Da kann nichts schief laufen und wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du Magdalena, ich möchte jetzt Schluss machen und dann macht auch Magdalena sofort Schluss, okay? Ja, ich weiß. So, jetzt legst du auf und dann ruft sie dich an. Okay. Ich wünsche dir wirklich alles nur denklich Gute. Ja, ich mir auch. Ja, tschüss, tschüss Katrin. Tschüss. Tschüss. Hier ist Bernd und Bernd ist 23. Hallo Bernd. Hallo Domian, grüß dich. Ja, hallo Bernd. Also mein Problem ist, ich bin ziemlich übergewichtig für meine Größe. Sag mal die Daten. Also ich bin so circa 1,80 groß.
und wiege so um die 150 Kilo. Ja, ist schon ganz schön ordentlich, ne? Ja, das denke ich doch auch. Bist ein ordentlicher Brocken. Ja, genau. Kann man so sagen. Genau, und deswegen fallen mir auch irgendwelche Kontakte zu anderen Personen ziemlich schwer. Warst du immer schon übergewichtig? Ich war schon immer etwas pummelig, sage ich mal. Ja. Aber es hat sich dann immer mehr angehäuft, weil ich nur noch am Essen bin und... Warum isst du so viel? Warum? Ja. Also ich habe immer sehr wenig Kontakte gehabt aufgrund meines Aussehens. Also schon als Kind, da bist du so dran gewöhnt und das war... Ja, genau, genau. Pubertät auch schon so. War es noch nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe mich halt dadurch immer mehr zurückgezogen. Mhm. Und da war die einzige, da war der einzige Spaß, die einzige Lust, was essen. Genau, genau. Mhm. Also ich sitze halt den ganzen Tag eigentlich, also fast den ganzen Tag in meinem Zimmer. Und futterst. Vorm Fernseher, Computer und esse halt dabei. Ja. Was machst du denn von, bist du arbeitslos oder was machst du? Nein, ich bin ein Student. Ach, du bist Student. Aber das machst du, du studierst schon auch, du gehst auch zur Uni. Ja, ich gehe auch hin, genau. Was studierst du? Ich studiere BWL. BWL, mhm. Und hast in der Uni auch keine Kontakte geknüpft mit Leuten? Nee, also da waren zwar solche so Kennenlerntage, ja. Aber ich war da meistens immer so abseits und keiner wollte so richtig was mit mir zu tun haben. Also bist du eigentlich ein ganz einsamer Mann? Genau, genau, so kann man es sagen. Du hast keinen guten Freund? Doch, ich habe einen guten Freund. Ah, immerhin. Also das ist auch mein Mitbewohner in meiner WG. Ach so. Also das ist der Kalle Hürstig. Ja. Aber immerhin, ne? Ist ja schon mal was. Also einen Freund zu haben, ist ja schon ein hohes Gut. Ja, klar, klar. Also der steht auch zu mir und sagt auch, ja, du bist so, wie du bist. Ja. Und aber das war's dann auch. Mehr Leute gibt's nicht. Das war's, genau. Wie sieht's mit Stichwort Frauen und Sex aus? Oh, ganz, ganz schlecht. Also schon mal eine Freundin. Frauen werden sicherlich von meinem Aussehen schon abgeschreckt. Ja. Schon mal eine Freundin gehabt? Nein, noch nicht. Schon mal Sex gehabt? Nein, auch noch nicht. Ja. Also auch eine große Sehnsucht sicher danach, ne? Ja, natürlich, klar. So, jetzt habe ich mir das, kann ich mir so gut vorstellen, wie du lebst und wie das dazu gekommen ist und kann das auch nachvollziehen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage und die nächste Überlegung, was hat er dagegen schon getan? Hat er gekämpft? Ja, ich habe auch schon versucht abzunehmen und habe mir gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil es auch gesundheitlich ja nicht gerade fördernd ist. Klar. Mhm. Und ja, ich habe es versucht, habe auch teilweise ziemlich starke Erfolge gehabt, aber dann... Wie weit warst du runter? Ich war dann schon mal unter 100 Kilo wieder. Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Von 150 auf unter 100 ist natürlich sehr gut, ne? Ja, klar. Gefielst du dir da auch wesentlich besser selbst? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Aber dann kam wieder der Rückeffekt und hast wieder zugelangt. Genau, weil ich gemerkt habe, dass ich trotzdem nicht so gut bei anderen ankomme. Ja. Und dann habe ich mich einfach wieder zurückgezogen und... Was natürlich wahnsinnig ist, so schnell geht das natürlich nicht, ne? Man muss nicht denken, ich hungere jetzt mal für 50 Kilo runter und schon liegt die Welt mir zu Füßen. So einfach ist es auch nicht, ne? Ich denke mir halt, dass es meistens nur wegen meinem Aussehen, also meiner Masse... Mhm. Dass das der Grund ist, warum die meisten nichts mit mir zu tun haben wollen. Das mag ja vielleicht auch sein. Aber ich wollte nur sagen, wenn die Masse dann ein bisschen reduziert ist, muss man sich nicht vorstellen, so wie du das offensichtlich getan hast, dass man dann sofort erfolgreich ist. So einfach ist es auch nicht. Da muss man auch immer noch baggern und sich bemühen um Menschen. Abgesehen von dem Thema Sexualität und Frauen, bemühst du dich denn irgendwie, noch Menschen noch näher kennenzulernen? Gehst du in irgendwelche Vereine oder Gruppen oder machst du irgendwas? Oder ziehst du dich doch sehr zurück in deine Wohnung? Genau, ich versuche mich einfach aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, weil ich ja in der Vergangenheit gemerkt habe, dass ich nicht so gut ankomme und mehr so eine Last war. Verstehe. So, du bist aber erst 23 Jahre, sage ich mal. Da sind ja alle Chancen noch wunderbar gegeben, das Leben radikal zu verändern. Und da muss ja jetzt was passieren. Du willst ja nicht dein ganzes Leben lang zu Hause vor dem PC sitzen und Chips essen. Ja, klar, du meinst es. Das heißt, du musst wirklich, und das ist eine große, große Aufgabe, mit großer Energie verbunden, mit großer Disziplin, du musst etwas unternehmen. Was jetzt genau das Richtige für dich ist, weiß ich nicht, müsstest du dich beraten lassen. Vielleicht wäre sogar mal ein Klinikaufenthalt nicht schlecht für dich.
Hast du darüber nachgedacht? Nee, noch nicht. Mhm. Würde ich mich ausgiebig beraten lassen und wirklich das mit aller Härte und Disziplin angehen. Ich meine, du hast es ja schon mal geschafft, 50 Kilo runterzuhungern, ist ja schon mal eine große Leistung, ne? Ja, das stimmt, es war eine sehr große Qual für mich. Ja, aber du hast es schon mal geschafft, das würde mir Mut machen an deiner Stelle. Du weißt jetzt, dass du das kannst. Und wer 50 Kilo runterhungern kann, kann auch 60 runterhungern. Und dann bist du schon mal bei einem ganz ordentlichen Gewicht. Ja, das stimmt. Ja. Wie hast du das denn damals gemacht? Hast du das einfach nur FDH gemacht? Oder hast du eine gezielte Diät gemacht, dich unterzogen? Ja, ich habe halt nicht mehr so viel fettige Sachen, sag ich mal. Also sonst ist immer Tagesablauf, McDonald's, OBR-Lieferservice. Ja. Ach so, einfach so ganz normal reduziert das Ganze. Genau, einfach versucht eben gesund, auch mal einen Salat gegessen, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Und einfach halt, Also, genau. Wir halten fest, du fühlst dich sau unwohl, so wie du jetzt lebst. Ja, das stimmt. Ne? Wir halten fest, du findest dich selbst auch nicht attraktiv, wenn du nackt vorm Spiegel stehst. Ja, ne? Genau. Und wir halten fest, dass du einsam bist. Dass du gerne Kontakte hättest, auch gerne dich mal verlieben würdest und auch sexuelle Erfahrungen machen möchtest. Ja. So, und viertens halten wir fest, dass du die Kraft schon mal hattest, sogar ohne eine Diät, sondern indem du einfach die bösen Sachen weggelassen hast, das Gewicht runterzufahren. Daraus schließe ich jetzt fünftens, dass du eine ganze Menge jetzt unternehmen musst, aber morgen anfangen musst schon. Du musst morgen schon anfangen, weniger diesen ganzen Driss in dich hineinzustopfen. Und parallel dazu musst du dich beraten lassen. Ich gebe dir gleich gerne noch ein paar Adressen an die Hand, wo man das machen kann. Was für dich gut ist. Vielleicht bis hin zu einer psychosomatischen Klinik. Vielleicht sogar parallel, wenn du nicht in eine Klinik gehst, dass du vielleicht auch eine Psychotherapie noch machst nebenher, um auch dich seelischer aufzufangen und zu stabilisieren. Aber du musst jetzt Sachen in die Wege leiten. Du bist der Herr deines Glücks. Du hast es in der Hand. Ich würde alles dafür geben, dass es sich mal ändert. Du sollst nicht alles dafür geben, du sollst alles dafür tun. Ja, ja. Das ist der Unterschied, weißt du? Ich weiß, ich habe gut reden, aber ich rede jetzt trotzdem so, weil es genau so ist. Das geht nur mit harter Disziplin. Und auch wieder du musst auch immer wieder einkalkulieren, dass es Rückschläge gibt und Nervereien und so, aber du musst einfach sagen, ich will. Entschuldigung, das ist unser Einschalter, ich bin hier der WG-Kollege von Bernd und ich habe ihn gerade gesehen hier in der Sendung und es ist kein Wunder, der frisst immer Semmelbrösel, wie der Kalle Hessrich das gesagt hat. Jetzt habe ich nicht verstanden, wer bist du? Ich bin der WG-Kollege. So! Ich wohne in der WG, ich bin mit Bernd zusammen. Wie heißt du? Ich bin der Markus. Ja, das ging aber jetzt gerade ganz schnell. Ich bin ganz, ganz erstaunt. Ja, nee, ich bin auch gerade heimgekommen und habe gesehen, dass er da immer hier den, sowas in Anspruch nimmt, ne? Ja, und hast du jetzt einfach den Hörer mal weggenommen und hast gesagt, ich rede mal mit dem Domian. Genau, weil es kann, es ist wirklich bei ihm, also ich würde sagen, er traut sich nicht raus. Ja. Wenn er was mal machen will, dann müsste das Ganze mal offensiv angehen, sag ich mal. Ja. Also. Weil er ernährt sich ungesund und ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Er kommt noch nicht raus, ne? Ja. Okay. Soweit dein Statement. Gibst du mir den Bernd nochmal zurück? Ich gehe nochmal zurück. Ja. Bernd, kommst du nochmal? Ja, hallo Domian, da bin ich wieder. Ja, also, jetzt habe ich deinen Nachbarn auch gerade gehört, deinen Zimmernachbarn. Ja, der hat mir gerade mein Telefon aus der Hand gerissen. Ich war ganz baff, weil er quatscht da plötzlich dazwischen. Ja, der wollte unbedingt, hat mich jetzt so... Ja, weggeschuppt und Telefon einfach genommen. Also wir haben ja im Prinzip alles gesagt, was es zu sagen gibt. Du musst was unternehmen und wir geben dir gerne jetzt noch ein paar Adressen an die Hand und dann gucken wir weiter, okay? Okay, das ist super. Lieber Bernd, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Martin Trux. Morgen heißt unser Thema vom Partner erwischt. Also wenn ihr von eurem Partner bei was auch immer schon mal erwischt worden seid, dann könnt ihr anrufen morgen oder euch schon bei mir melden per Mail unter domian@wdr.de. Oder wenn ihr euren Partner erwischt habt bei irgendetwas, könnt ihr auch melden. Domian
info@wdr.de. Und nächste Woche, also jetzt kommende, nicht nächste Woche, sondern jetzt kommenden Samstag ist Promi-Besuch bei mir wieder, nämlich der Superstar-Gewinner Alexander. Alexander Klavs ist im Studio. Samstag, WDR Fernsehen, 23.30 Uhr. Und ihr könnt mitmachen. Ihr könnt mit dem Alexander reden. Ihr könnt mit dem Alexander diskutieren. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch jetzt schon zur Sendung anmelden. Morgen sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Ciao. Saarländischer Rundfunk Nachrichten. Ramallah. Palästinenser Präsident Yasser Arafat schwebt offenbar in Lebensgefahr. Ranghohe palästinensische